Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Let's Play Crossroads Inn. Wir sind wieder da und haben unsere Aufgaben soweit erhalten. Das heißt, pass auf den Wein auf, das ist schon mal Punkt 1, und stelle einen Diener ein. Das sind unsere Aufgaben. Den Wein, auf den können wir definitiv aufpassen, der muss bloß erstmal in ein Fass gebracht werden. Hier steht ja bereits ein Fass rum. Das ist das Lager für Wein. Na, dann ist Wein jetzt schon mal zugeteilt. Und wir brauchen dementsprechend natürlich auch noch ein weiteres Fass, um auch Wasser bzw. weiteren Wein unterzubringen. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal auf die Möbel, stellen den Wein. Eigentlich würde ich den eher noch ins Lager stellen wollen, aber ich glaube, es ist ganz gut, wenn der hier in der Nähe des Tresens steht. Denn von hier aus bringen nachher die Diener alles zu den Gästen. Also bitte ran da. Und, nee, du sollst schon da stehen bleiben. Escape. Ach, da ist auch Wein drin. Gut. Also Martin bringt jetzt den Wein rein ins Lager bzw. in unsere Fässer, damit alles auch wirklich läuft. Und wir kümmern uns darum, einen Diener einzustellen. Düdelülüm. Warum düdelülüm? Achso, weil wir etwas erfüllt haben. Oh, Martin, wie siehst du denn aus? Chefkoch Martin. Der Wein ist im Fass. Gebe ihn jetzt einfach zur Speisekarte. Du hast ein neues Rezept gelernt. Becher Tafelwein. Gut, machen wir. Dafür gehen wir hier auf die Speisekarte. Das ist das Menü, das Gasthausmenü. Und dorthin gehen wir zum Menü und sagen, welcher Tafelwein wollen wir hinzufügen. Wieder etwas erfüllt. Jetzt brauchen wir noch einen Diener. Das dürfte der Diener sein. Genau, neues Personal einstellen. Hier ist Tesni, der Diener, die Dienerin in diesem Fall. Und die Gute, die hat natürlich als Aufgabe, den ganzen Tag ein Servicepersonal darzustellen. Bevor wir die Taverne öffnen, wäre es gut, nach der Renovierung aufzuräumen. Weise den Hausmeister an, sich darum zu kümmern. Es muss nicht genau sein. Je schneller, desto besser. Wir wollen so schnell wie möglich aufmachen. Okay, das machen wir. Wir weisen einen Hausmeister an. Das heißt, wir brauchen noch einen Hausmeister. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt einen haben. Noch einen Diener. Ich nehme mal noch einen. Alfanen. Blotwen. Nehmen wir mal dich. Oder? Nee, du bist teuer. Ah, es kommt natürlich auch auf die Dinge an, die sie können, auf die Fähigkeiten. Zeit, etwas Geld zu verdienen. Versuchen wir, Renmys Wein zu verkaufen. Er wird sich bei den Kelchen von 12.0 befinden. Also mach dich an die Arbeit. 12.0 ist im Prinzip die Einheit. Wir haben also 12 Gläser Wein zur Verfügung stehend und müssen jetzt die Gäste bedienen. Und ich glaube, Martin hat einfach so die Schenke geöffnet. Ja, es ist offen, natürlich. Verkaufe 12 mal Wein. Machen wir. Aber vorher stelle ich noch einen Diener ein, den brauchen wir unbedingt. Und wir sollten auf die Fähigkeiten achten. Überzeugend. Schlitzohr. Das klingt alles schon mal gut. Du hast zumindest das hier, loyal. Und clever. Loyal und clever ist gut, das machst du bitte. Du wirst jetzt eine Dienerin sein und wirst dafür sorgen, dass unsere Leute gut bedient werden. Die werden jetzt ganz viel Wein wollen. Ich bin bereit zu bestellen. Das heißt, wir brauchen jetzt unsere Dienerschaft, die hier den ganzen Tag rumrennt und Wein vergibt. Ich glaube, Gläser haben wir auch schon bekommen. Einfach so, weil wir die noch nicht einkaufen sollen aus der Umgebung. Aber wie man etwas in der Umgebung einkauft, das wird auch noch gezeigt im Laufe der Kampagne. Sie hat jetzt gerade den Wein geholt und bringt ihn hin. Erst nehmen sie die Bestellung entgegen. Dann laufen sie zum Tresen. So. Haben das sozusagen eingetragen in eine Liste, der hat einen Wein bestellt und dann bringen sie ihn hin. Und das machen jetzt drei Leute in der Hoffnung, dass es natürlich ganz, ganz schnell vorangeht. Kein Essen? Ja? Oh verdammt. Manche wollen was essen, aber Essen habe ich noch nicht auf der Speiseliste. Das ist noch nicht mit drin. Die Gästeliste ist dementsprechend natürlich auch kleiner. Aber Wein wird gebracht, gequalmt wird auch schon ohne Ende. Nun, im Moment ist der Haufen schmutziges Geschirr größer als der Haufen Geld, in den wir eigentlich verdienen sollten. Wir könnten einen Tellerwäscher gebrauchen. Tellerwäscher? Ha, du würdest wahrscheinlich die schmutzigen Becher wegwerfen und neue, saubere kaufen wollen, nicht wahr? Nun, vielleicht in der Zukunft, aber jetzt machen wir es auf meine Art. Stelle eine Wanne mit Wasser auf. Okay. Eine Wanne mit Wasser. Die habe ich das letzte Mal noch nicht aufgestellt, das wundert mich jetzt. Feuerkessel brauche ich nicht. Eine Wanne mit Wasser. Wo ist denn eine Wanne mit Wasser? Einfacher Hocker? Das habe ich beim letzten Mal gar nicht gemacht. Ich glaube, ich habe wirklich alles wieder neu gekauft. Aber es gibt auch keine Wanne mit Wasser, oder? Nicht, dass ich wüsste. Hier haben wir noch einen einfachen Waschbottich. Ach so, ein sehr einfacher, aber ein funktionvoll erfüllender Waschbottich. Ja gut, dann stellen wir den gleich neben das Wasser. So, Aufgabe erfüllt.
Escape. Und dann gucken wir mal, was wir noch haben. Hier können wir erstmal wieder die 1000 Gulden eintreiben. Verkaufe Renmys Wein. Wir haben jetzt schon 2 von 12 verkauft. Das sieht ganz gut aus. Und wenn wir so weitermachen, sieht es auch noch besser aus. Mit Rechtsklick, wenn wir Rechtsklick gedrückt haben, können wir die ganze Zeit schwenken, wie wir wollen. Mit der 5 auf dem Nummern-Tab haben wir dann diese Ansicht hier. Mache ich aber nicht, weil ich dann nämlich die Aufnahme beende. Das ist meine Aufnahmetaste. Und genauso geht es eben auch dann natürlich mit anderen Dingen wie dem Mausrad, dass wir ran und wieder raus scrollen können. Und wir können sehr nah ran scrollen, muss ich jetzt einfach mal so sagen. Wir können den Leuten also direkt ins Gesicht schauen und gucken, wie die sich fühlen, wenn man es denen dann vom Gesicht ablesen könnte. Man sieht, der eine oder andere ist Raucher. Bonus geben. So, dir geben wir einen Bonus. Your employee is leveling up. Ach so, du bist einer meiner Angestellten gewesen. Wie? Verstehe ich nicht. Ach, die hat einfach nur da gesessen und geraucht. Ach, guck mal einer an. Da hat die sich einfach zu den Gästen gesellt und einen geraucht. Das ist ja auch nicht schlecht, ich meine, hallo? Du hast 400 Gulden erhalten. Ich habe eine Nachricht von Renmy bekommen. Er möchte unsere Zusammenarbeit ausbauen. Er denkt daran, Wein nach ganz Ost-Yorvale zu vertreiben. Dies garantiert uns nicht nur konstante Lieferungen, sondern wir verdienen auch etwas Geld mit dem Vertrieb. Alles, was wir tun müssen, ist ein Versteck im ersten Stock einzurichten, damit der Blutegel Rockberry es nicht rausfindet. Ich benötige immer noch deine Hilfe. So, Packesel, ja, wir werden einen Packesel einkaufen. Und da ist Rockberry wieder. Your reputation is improving. Ja, ja, schön. Packesel kaufen. So, und der muss jetzt das ganze Zeug immer reintragen in unsere Taverne. Und Rockberry will schon wieder irgendwas von uns. Endlich, ein ehrgeiziger junger Mann für ehrgeizige Arbeit. Sag ihm zuerst, er soll Eingang zum Dachboden entrümpeln. Okay. Das machen wir. Das heißt, wir gehen darauf und sagen entfernen. Das macht dann der Packesel oder eben Martin, weil Martin ja alle Aufgaben übernimmt und Rockberry möchte mit uns reden. Ich habe den Schmied erst vor einer Sekunde gesehen. Er war betrunken wie ein Stinktier und kam aus der Richtung deines Gasthauses. Wo hast du Alkohol zum Verkauf bekommen? Was kümmert es mich? Warte mal, haben wir irgendwas mit Weisheit? Drohung? Weisheit hier. Woher wusstest du, dass er unsere Taverne verlassen hat? Er ist vielleicht nur vorbeigegangen. Erfolgreich. Hahaha. Die Beziehung zu Rockberry wird enger und Rockberry sendet gemischte Signale. Oh, 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 oh. Hm, ja, in Ordnung. Wenn ich darüber nachdenke, könnte etwas dran sein. Was? Ach, stimmt ja. Ich warne euch, Gastwirt. Ab heute werde ich Routineinspektionen durchführen, um illegalen Alkohol zu finden. Leb wohl. Jo, ciao. Tschüss. War schön mit dir, mehr oder weniger. Wir stellen mal noch einen Packesel ein, obwohl einen Packesel haben wir eigentlich schon. Ich habe schon drauf geklickt, ist alles gut, ist ja auch keiner mehr da. Können niemanden mehr einstellen, ist alles gut. Elias muss jetzt erstmal einiges wegräumen und unsere Bediensteten bringen noch ein bisschen Wein ran an die Tische. Und ich glaube, es wäre ganz gut, wenn wir noch ein bisschen paar mehr Möbel so mit reinsetzen. Einfach nur, dass noch mehr Leute Platz finden bei uns. Dann können wir auch noch weitere Leute einstellen, noch mehr verkaufen. Jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich die Ansicht ein bisschen drehe, damit ich genau sehe, wo ich das hinstellen kann. Und ich hoffe, dass der Platz auch ausreicht, um dann auch noch Leute dazwischen umherlaufen zu lassen. Aber sieht doch gar nicht so verkehrt aus, oder? Mir gefällt's. Und demnächst dürfen wir auch Waren von außerhalb einkaufen, da freue ich mich schon drauf. Jetzt haben wir erstmal wieder ganz viel Platz, damit noch mehr Leute sich hier etwas zu essen und zu trinken holen können. Sehr schön. Er räumt jetzt das Zeug weg. Weiterer Wein wird verkauft. Ich bin bereit zu bestellen. Jo, geht gleich los. Die Leute kommen. Wir könnten auch noch Dekorationen einrichten, aber die sind noch nicht freigeschaltet. Die kommen erst später. Freue ich mich schon drauf. Also wir werden noch ganz, ganz viel erleben. Und wenn ich das richtig mitbekommen habe, hat es auch schon 4 oder 5 Updates gegeben für dieses Spiel, damit es wirklich flüssiger läuft und die Leute auch dementsprechend etwas tragen können. Das Problem war nämlich, als man Geschirr gekauft hat, haben die das Geschirr vor sich abgestellt, haben es aufgehoben, wieder vor sich abgestellt, die ganze Zeit und sind immer kaum vorangekommen. Und das soll sich jetzt wohl geändert haben. Ich bin sehr gespannt, ob es klappt. Die erste Charge hat sich sehr gut verkauft. Wie fühlst du dich in deiner neuen Rolle? Dieses Durcheinander ist schwer zu kontrollieren. Mir war nicht bewusst, dass ein Wirt so viele Dinge auf einmal überwachen muss. Fantastisch. Ich sitze nur da und beobachte. Okay.
Je früher, desto besser. Gespräch beenden. Danke, Martin. Martin liebt uns und ich ihn auch. Verkauf Renmys Wein ist geschafft und wir sollen jetzt den Weg zum Dachboden freimachen. Da sind wir ja jetzt gerade bei. Er ist noch dabei. Und demnächst dürfen wir Wein einkaufen. Wir haben ja jetzt kaum noch welchen, eigentlich gar keinen mehr. Ich warte bloß, dass der Weg zum Dachboden frei ist. Dann kriegen wir die zweite Etage. Und ich bin sehr gespannt, wie wir in die zweite Etage hochschalten können. Vielleicht gibt es dafür extra einen Modus. Wenn wir auf die Treppe gehen oder so. Ah ja, Level Up. Sehr schön. Glückwunsch. Das ist schon... Sieht schon besser aus. Um unseren Lagerraum nutzen zu können, müssen wir einige Container hineinstellen. 5 Fässer und ein Lagerregal sollten ausreichen. Okay. Dann gehen wir einmal nach oben. Jetzt ist die Frage, wie? Wie man nach oben gelangt? Fast hätte ich vergessen. Wir könnten für all diese Waren eine Palette verwenden. Ach, da ist oben. Ahahaha. Du kannst den Packesel bitten, neben der Taverne Platz dafür zu machen. Okay, eine Palette. Die stellen wir auch noch mit hin. Dann kaufen wir jetzt erst einmal eine Palette. Die setzen wir hier mit hin, dass die gleich am Eingang des Gasthauses steht. Obwohl, ich würde sie gerne ziemlich weit weg haben wollen, dass wir den Platz hier noch nutzen können, um den Tresen zu erweitern. So, bitteschön. Dann brauchen wir, jetzt gehen wir erstmal in die obere Etage, da sind wir. Und hier sollen wir jetzt unser Lager einrichten, das heißt weitere Fässer mit hinstellen. Das machen wir einfach mal. Die stellen wir mal hier mit hin. 1, 2, 3, 4. Ich sehe nichts. 5. Und ein Regal sollen wir mit hinstellen. So, das müsste reichen. Mal sehen, was die Leute dazu sagen. Toll, wir sind fertig. Jetzt müssen wir nur noch den Wein holen. Du findest ihn in Renmys Lager am Rande des Alten Waldes, direkt neben der Grenze von Sambria. Okay, das werden wir tun. Wir gehen einfach auf die Karte. Da wird schon angezeigt, sollen wir hingehen. Dann gehen wir auf das Marktsymbol, denn wir wollen ja einkaufen. Und zum Einkaufen nehmen wir Wein. Und den gerne, er hat nur 2 auf Lager, wenn ich das richtig sehe. Durchschnittspreis 81,12. So, dann kaufen wir 5-mal ein, auch wenn er nur 2 auf Lager hat. Aber wahrscheinlich kriegt er da noch ein bisschen mehr. Und feilschen einmal. So müssen wir 10% weniger zahlen. Und 47 bekommen wir als Rabatt. Sehr schön. Gut, das wurde bestellt. Jetzt warten wir auf die Lieferung. Das heißt, wir gehen wieder nach Hause. Da können wir immer auf das Haussymbol klicken. Und die zweite Etage läuft. Können auch jederzeit durchschalten. Es gibt wohl die Möglichkeit, bis zu 13 Etagen zu haben. 11 oder 13. Ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher, was nachher im Interview gesagt wurde. Was natürlich für das Mittelalter völliger Blödsinn ist. Aber man hat sich trotzdem dazu entschieden, einfach hier einen ganz großen Komplex mit hinzubauen. Was sucht ihr hier oben? Könnt ihr mir das mal bitte sagen? Die haben hier irgendwas abgeliefert. Kann ich irgendwas tun mit den Employees, die aufgelevelt sind? Kann ich denen die Punkte mit rangeben? Ist ja auch die Frage, was die dadurch bekommen. Ich soll noch jemanden einstellen. Dann nehmen wir noch einen Packesel. Für 19, der ist günstig. Und nehmen auch noch einen Diener. So, dann haben wir nämlich noch mehr Leute, die für uns arbeiten und die ganzen Waren reintragen. Dann muss Martin das nicht alleine tun. Und jetzt ist die Frage, was sollen wir tun? Alkohol schmuggeln, Wein bestellen und lagern, bis zu 10 Stück. Stellen Sie eine Palette neben die Taverne. Das haben wir ja gemacht, die steht ja hier. Und das ist der Wein, der jetzt erstmal geliefert wurde. Und erst wenn er gelagert wurde, kriegen wir die Nachricht, oh, du hast es geschafft. Das heißt, unsere Packesel tragen jetzt erstmal ein Fass nach dem anderen rein, damit wir auch wieder Wein verkaufen können. Ansonsten kriegen wir ja kein Geld ran. Düdelüdelüm, damit haben wir es geschafft. Sehr schön. Einfordern. Nun bin ich gespannt auf die nächste Aufgabe. Die erste Sendung wurde erfolgreich gelagert. Renmy wird uns in 2 Tagen besuchen, ungefähr um diese Uhrzeit. Versuchen wir bis dorthin so viel Wein wie möglich zu verkaufen oder zu lagern. Okay, ich gebe mein Bestes. Wein kommt immer mehr rein, Geld haben wir noch genug. Die Bestellungen werden ausgeführt und vielleicht dürfen wir auch irgendwann für Essen sorgen. Das wäre schön.
Ich glaube, ich baue schon mal eine Küche, sicherheitshalber. Das heißt, wir gehen wieder runter. Den Rest machen die ja sowieso alle hier fertig. Priorität setzen. Ich glaube, ich stelle das einmal um, das Fass. So, das kommt bitte in die obere Etage. Hallo, wo ist das Fass hin? Nein, mein Fass ist weg. Geh mal in die obere. Oh, ich kann das nicht von unten nach oben bringen. Das heißt, wenn ich das so mache, ist es einfach weg. Ach, auch nicht schlecht. Na gut, dann sollte ich vielleicht mehr Wein kaufen, denn wir haben keinen mehr. Den habe ich jetzt gerade einfach verschwinden lassen. So, dankeschön. Kostet zwar viel Geld, aber wir kriegen ja auch ganz viel wieder zurück. Hoffe ich zumindest, allein schon durch die Erfüllung der Aufgaben. So, und dann können wir für andere Dinge sorgen. Ach, da ist das Fass. Hä? Wo ist denn das jetzt mit mal hergekommen? Stell die mal bitte wenigstens hier in den Lagerraum mit rein. Müssen die eben ein bisschen rumlaufen, aber ist nicht schlimm. Gut, weiter fortsetzen. Ich glaube, daran hat man nicht so gedacht, dass es eben auch Möglichkeiten gibt, das Ding nach oben zu verfrachten. Ich weiß nicht, ob man dann für jede Etage das neu kaufen muss. Da muss ich tatsächlich mal Klavata anschreiben, ob das so erwünscht ist und ob es da die Möglichkeiten gibt. So, dann haben diese auch nicht mehr so weit von hier aus da rein. Das ist ganz praktisch. Neue Leute dürfen wir anstellen. Packesel und Diener. Aber ich will sie ja nicht alle haben, oder? So, jetzt haben wir alle eingestellt. Mehr geht nicht. Aber es wird trotzdem noch angezeigt. Ich soll auf Einstellen klicken. Warum soll ich so viele Leute einstellen? Hört auf damit. Schmuggel mehr Wein. Wir sind dabei. Es steht nicht da, wie viel Wein wir schmuggeln sollen. Aber das wird nachher der Rockberry entscheiden. Ihr werdet sehen, was ich meine. So, wir lassen das jetzt einfach ganz schnell durchlaufen. Wir haben ganz viele Angestellte, die dafür sorgen, dass die Leute alle was zu essen bekommen. Und wir können natürlich die Räume noch weiter ausbauen. Das werde ich jetzt auch tun. Das heißt, wir nehmen bitte noch ein bisschen mehr davon. So ist gut. Setzen dann auch weitere Möbel mit hin. Ja, ich glaube, so müsste das klappen. Okay, sehr schön. Das heißt, wir haben ganz, ganz viel Platz geschaffen für unsere Leute hier in der Taverne. Man hört ein ganz komisches Lachen, liegt natürlich daran, dass wir das Ganze erweitert haben von der Geschwindigkeit. Und da kommt Rockberry. Nun bin ich ja gespannt. Oh, der Wein wird gerade reingetragen. Das sieht er doch. Rockberry, bleib draußen. Hallo Gastwirt, ich bin zurückgekehrt. Oh, du schon wieder. Toll. Was für ein Vergnügen, euch wiederzusehen, werter Herzog. So, Weisheit. Ist trotzdem schwer. Wie kann mal jemand Alkohol verkaufen, wenn eure Männer die Gegend genau beobachten? Erfolgreich. Oh, Gott sei Dank. Gut, dadurch, dass das erfolgreich war, kommen jetzt keine Bösewichte und versuchen, den Wein zu beschlagnahmen. Das ist schon mal ganz gut. So, dann werde ich mal noch hier hinten in die Ecke. Nö, sowas brauchen wir nicht. Dann nehmen wir hier so einen richtigen Kronleuchter. Sehr schön. Das hat geklappt. So, und dann ist auch richtig viel Licht da. Die Leute freuen sich, sehen sich, können schön quarzen, qualmen, machen, tun. Er läuft einfach dran vorbei. Gott sei Dank, wir haben unsere Ruhe. Weiterer Wein wird gelagert und wir kriegen jetzt jede Menge Kohle allein schon durch den Wein. Ach, komischerweise bekommen wir immer das gleiche an Geld. Das bedeutet immer 36 Talerchen, was natürlich äußerst ungünstig ist, denn wenn wir nachher Essen herstellen, habe ich eigentlich gedacht, bekommt man mehr Geld als durch Wein, der ja sowieso nur 36 wert ist. Aber vielleicht liegt das auch an der Menge, die sie verzehren. Wir können auf jeden Fall ganz viele Leute bedienen, wir haben jede Menge Sitzmöglichkeiten. Wir haben jede Menge Möglichkeiten, die Leute abzuziehen.
können am Tresen alles regeln. Und später natürlich das Ganze so ein bisschen ausbauen. Wir werden dann auf die zweite Etage da hauptsächlich das Lager setzen, vielleicht nochmal eine Extratreppe. Aber da wird es dann andere Möglichkeiten geben in der zweiten Kampagne, beziehungsweise dann auch im Einzelspieler. Oh, da ist was zerbrochen. Das wird einfach mal weggetragen. Wir sollten vielleicht auch mal für neues Geschirr sorgen. Machen wir dann später. 1700 Goldstücke haben wir jetzt aktuell. Das wird auch wieder mehr, wenn wir jetzt erstmal genügend Wein verkauft haben. Bringt mir was zu trinken. Wir sind dabei, mein Freund. Wir sind dabei. Was hast du? What can I do for you?